Huch! Scheiße, schon wieder falsch. Ha, oh, fahr. So, der eine ist schon mal weg. Und der war weg. Geh mir nicht auf die Nüsse. So, und hier ist auch noch irgendein Territorium. Da kommen wir aber nicht rein. Von hier aus zumindest. Das ist irgendwie auf der anderen Seite von irgendwo. Also hier gibt es irgendwo einen Eingang, aber das glaube ich nicht. Ich vermute mal, hier werden wir nicht. Oh, hier kommt doch hoch. Ja, hier ist eine fette Mauer. Hier werden wir sicherlich nicht rüberkommen. Oh ne, hier ist auch schon eine Alpha-Wand. Eine alphanische Wand. Hm. Und da ist auch noch irgendwas, ne? Wo wir auch noch nicht reinkommen. Ist aber auch nicht markiert, gebietstechnisch. Ist einfach nur eine große, dicke Tür. Hier mit Stahlketten. Die kriegen wir auch so nicht auf. Hm. Das hier sieht sehr technisch aus. Und zwar sehr weit technisch. Könnte von der Regierung vielleicht sein. Hm. Oh, guck mal da. Da geht eine Leiter hoch. Nach da oben. Dafür müssten wir irgendwie hier hinten hinkommen. Aber kommen wir nicht. Dann könnte man da hoch, aber keine Chance. So, hier sind überall solche Bauten dran. Die sind aber territorialtechnisch nicht markiert. Hm. Dann weiß ich auch jetzt noch nicht. Außer, das hat irgendwas mit dem Ding hier zu tun. Kann es eigentlich nicht. Hier können wir nur springen, aber ansonsten auch gar nichts. Was ist das denn für ein Ding und wie kommen wir da hin? Irgendwie hier hinten lang. Links von uns. Also irgendwo hier. Elisabeth hier. Ich habe Sallys Funkgerät repariert. Wir haben nur wenige Informationen über das Gefängnis, aber die Regierung hat in letzter Zeit jede Menge Ausrüstung dorthin gebracht. Sie hat etwas vor, sie wissen nur nicht was. Was? Welches? Ach, das ist das Gefängnis dann, oder was? Aha. Ja gut, da will ich jetzt ja gar nicht hin. Sondern ich will hier rein. Mhm, zu dem Gefängnis komme ich wahrscheinlich da so hin. Also ist das das Gefängnis? Ich verstehe. Naja, machen wir erstmal das. Dann bringen wir das zurück. Und dann bringen wir alles andere zurück. Hatten die... Ich glaube nicht, ne? Die hatten nur ein paar große Bossgegner, so ein gepanzerte. Die sind noch im Aufräumen. Oh, natürlich! Aua! Aua, aua, aua!
nicht noch eine? Puh, gut, dass wir die Fatboys haben. Ja, ja, ich bin hier. Keine Sorge. Guck hier hin. Die scheinen sauer zu sein. Ja, ist ganz schlau, da so in Deckung zu gehen. Schlau ist jetzt aber auch nicht, ne? Ich will mit dem Fahrstuhl fahren. Ah, ganz toll. Die rollen noch auf. Ich dachte, ich hätte die alles in die Luft gejagt. Toll. Haben wir Schaden genommen. Na na, wer gibt denn gleich Granaten? Bleib doch liegen. Genau, zieh ich mal zurück. Dann ziehe ich mich weiter vor. Der haut auch ab. Na, leck mich doch, Junge. Was bist du für ein Pisser? Aua. Wie der das trotzdem werfen kann, ne? Ich hasse solche Fickfrösche. Hat nur da eine hier? Gut, was soll hier großartig kommen, ne? Ich zweifle, dass wir hier noch... Ach. Nein, das ist Sparta! Penner. Sicher hat er das. Denkst du mir, was ich den ganzen Tag mache? Nicht, oder was? Ich glaube, gucken wir den Fat Boys. Von da wird es auf mehrere solcher Gegner treffen. Ist keiner? Mhm. Hast du ja Glück gehabt, dass ich gerade nachladen musste, ne? Mhm. Halt. Der war tatsächlich in Reichweite.
Das sieht sehr nach Bauplan aus. Nee. Immer nur ein verschiedenes Objekt. Hat? Doch sowas nicht. Wichser! Geht runter? Ach, nein, falschen Knopf, ey. Ich komm runter. Ob ihr wollt oder nicht. Wow. Haben wir sie jetzt? Danke. Danke. Einmal zwischenspeichern. Das vergesse ich immer in diesen, ja, man könnte schon sagen Dungeons. So, le Prototyp. So, wir können jetzt hier hoch, aber ich würde gerne die anderen hinten noch ablupen. Das nehme ich auch noch mit. Und das auch. Hallo, Sprengsatz, danke. Was jetzt, ich komme zu den anderen. Die müssen aber alle hier irgendwo liegen. Danke. Die sind alle weg, ne? Ja. Na gut. Dann gehe ich mal den regulären Weg. Wahrscheinlich den, den ich gehen soll. Kommt doch so wie hier vorne an, ne? Mhm. So. Ah!
Fick dich! Hm? Nein, wirf keine Granate. Du kannst doch keine Granate werfen. Mann. Hallo. Jetzt stirb doch mal. Meine Güte, ey. Die alles an Munition fressen, ist ja widerlich. Nein, alle noch nicht. Jetzt hat er alle erledigt. Alter, wie viel Pistolenmunition haben wir verschwendet bis jetzt? Krasser Scheiß. Geht ja ab hier. Junge, Junge, Junge. Scheiß die Wand an. Wir hatten enorm viel. Jetzt brauchen wir wieder enorm viel. So, dann bringen wir mal den Prototypen zu Phalanx. Oder Phalanx oder Fallobst oder wie er auch immer heißen mag. Hm. Dum, dum, dum. Wofür sollten wir ihm nochmal 20 Dinger bringen? Was wolltet ihr uns upgraden? Ihr habt das leider vergessen. Der steht mir ein bisschen leid. Aber nicht viel. Nur etwas. Und kommen wir gleich wieder in Angriff hier. Ja, natürlich. Natürlich, da kommt er schon. Brauchen wir schon wieder neue Munition so langsam. Ist immer toll. Rein theoretisch können wir auch einfach so durchfahren. Ohne großartig Munition zu verschwenden. Wäre auch nicht so schlimm. Aber ich glaube, umso mehr wir davon erledigen, umso besser, ne? Boah, hier nicht. Hier war die Tür. Einmal reparieren. Sehr schön. So, boah, das ruckelt hier ein bisschen. Einmal springen. Wer war hier eigentlich? Ach, da unten, ja, ich wollte sagen, wer war denn hier der Händler? Der ist schon ein bisschen doof, ne? Sehr gut, wirklich sehr gut. Mit diesen neuen Plänen können wir dir richtig gute Bombenautos bauen. Ja, hau rein. Neues Objekt, Bauplan für Verb. RC Autobausatz, kleiner Akku. Hoffe, die verbesserten ferngesteuerten Bombenautos gefallen dir. Neben einer stärkeren Explosion senden sie auch noch einen kleinen EMP aus. Bestens geeignet, um alle Arten von elektrischen Geräten auszuschalten. Besonders die der Regierung. Hm. Gut zu wissen. Neuer Bauplan. Verbessertes RC-Bombenauto. Alles klar. Erhöhte Belastbarkeit. Jagt alles in die Luft. Hat er noch was zu vermelden? Hab meine eigene kleine Rennstrecke zusammengestellt. Lust auf eine Tour? Ach so. Nichts Kompliziertes. Nur ein kleiner Kurs, auf dem ich gern Gas gebe. Wie wär's damit? Schlag meine Zeit, dann baue ich dir einen netten kleinen Turbo ein. Hast du Lust auf eine Runde? Ja, warum nicht? Viel Erfolg! Was soll schon schief gehen, ne? Außer alles natürlich. Hm. So, 45 Sekunden. Alter, okay. Ernsthaft? Fahr einfach bis zur Fahne und wieder zurück. Das
Nest auf der Karte sehen. Einfacher. Aber denk dran, der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Na toll. Alles bereit? Schlag mal eine Zeit. 45 Sekunden. Ja, locker. Locker, flockig. Hier, zack, fertig. Ah, das war leicht. Gleichfluss Biturbo. Für den Dune, oder was? Schön. Den ich nicht benutze. Wow, sehr beeindruckend. Du bist ja ein echtes Naturtalent. Warte erstmal, bis der Turbo einsetzt, was dann mit der alten Kiste abgeht. Mhm. Denk dran, wenn deine Kiste mal eine Reparatur braucht, schlepp sie einfach in den Parkbereich, dann sehe ich sie mir an. Na, schön. Hey, Kumpel, willst Hallo. Du dir mein Zeug ansehen? Jo. Kann ich dir vielleicht helfen? Das kommt immer drauf an. Nö, Schild. Können wir eigentlich auch mal mitnehmen, ne? Kostet 30. So und so. So, Munition brauchen wir hier. Was ist das denn? SG, achso, SG ist voll. So, Pistole. Wir sollten ja mal mehr das SG verwenden, glaube ich. Schrot. Nehmen wir auch ein bisschen mit. Und ansonsten, alles andere können wir selber herstellen. Wir sehen uns. Jo, tschüss. So. Dann da rein. Dann müssen wir machen als nächstes Feldried, Sallys Belohnung. Eigentlich Captain Marshall. Ja, können wir eigentlich direkt machen, ne? Boah, was soll ich sagen? Instinkt. Wir sind überhaupt nicht gut ausgerüstet, aber wir haben sonst nichts zu tun. Das ist das Problem. Außer Feldried zu suchen. Da war es wiederum das Problem, das hatten wir alle schon mal. Hätte mal früher mit um die Ecke kommen sollen. Können wir leider nichts machen. Vielleicht finden wir was beim Regierungsgefängnis. Das wäre auch schön. Ach, da können wir sowieso suchen. Ich lasse hier auch mal links liegen, ne? Wenn wir auf den Sack gehen. Ich weiß nicht, ob es sich so lohnt, die alle zu machen. Ach, was jetzt kommt. Mist. Schon mal wieder erledigt. So, und jetzt wollen wir uns gucken, wir mal, wie wir da hinkommen. So, ein schönes PNG da am Himmel, was sich einfach überhaupt nicht bewegt. Voll undynamisch. Ja, ja. Der hat 9 Schilde, was? Wie so viel, Alter. So, jetzt müssen wir da auch noch wieder rein. Hier ist jetzt aber schon... Die müssen wir jetzt aber, glaube ich, links liegen lassen, weil sonst machen die uns den Arsch, reißen die uns hier den Arsch auf.